Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Drohnengrafer-Kanal. Mein Name ist Jörg und heute wollen wir doch mal den VertiJet 4D M3 auspacken. Später gibt es dann auch noch ein Testvideo dazu, wie das Gerät fliegt, ob das fliegt und was hier in der Box drin steckt. Das schauen wir uns nach dem Intro gleich an. Und da sind wir auch schon wieder zurück beim Thema. Ja, wer mich jetzt auch schon ein bisschen länger verfolgt, der sieht, ich habe jetzt hier so ein bisschen umgeräumt, dazu noch ein bisschen Farbe an die Wand gebracht und das YouTube Studio 2.0, so wie ich das nenne, ein bisschen auf Vordermann gebracht, damit es auch ja ein bisschen angenehmer wirkt, die ganze Geschichte. Und jetzt wollen wir doch aber hier mal den Helikopter auspacken. Den hat mir der Willi von Willis 3D-Druck, den verlinke ich euch hier oben mal, zur Verfügung gestellt. Der macht da wieder irgendwie ein Experiment mit diesem Helikopter. Und ich werde den einfach mal für euch jetzt auspacken. Da ist unser VertiJet und den werden wir doch mal auspacken. Das sieht ja schon mal ganz toll aus. Kleines Täschchen. Aha, sehr schön. Ja, schaut euch das mal an. Ein kleiner Controller. Dazu wieder ein kleiner Akku. Ein Werkzeugkasten und USB-Kabel. Und die Bedienungsanleitung natürlich in allen möglichen Sprachen und auch in Deutsch. Das ist wieder sehr gut gemacht, dass es das auf Deutsch gibt. Das ist so ein richtiges kleines Buch. Aber jetzt schauen wir uns mal das Gerät hier an. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn dir das Video bis dahin schon mal gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir am Ende vom Video einen Daumen nach oben da lässt, einen netten Kommentar schreibst und falls du es noch nicht gemacht hast, den Kanal abonnierst, dazu auch die Glocke aktivierst, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Drohnenvideo oder Tutorial hochlade. Das hilft mir und dem Algorithmus, damit noch mehr Leute meine Drohnenvideos und Techniktutorials sehen können. Vielen Dank dafür und jetzt machen wir auch schon mit unserem Helikopter hier weiter. Ja, sehr schön. Der Kleine passt direkt in meine Hand rein. Hier oben haben wir den Ein- und Ausschalter, so wie das ausschaut. Und wir haben hier unten noch einen Akku. Also nicht nur ein Akku, hier sind zwei Akku drin. Der wird dann bloß so eingeschoben und eingerastet. Und hier oben haben wir dann den Ein- und Ausschalter. Also ich bin gespannt. Der Kleine macht schon mal einen recht soliden Eindruck. Der Heck blinkt, wie man sehen kann. Und auch an der Unterseite tut sich hiervon was. Sehr schön. Hiervon haben wir wieder so eine kleine Kamera, so wie das Ganze ausschaut. Unsere Rotorenblätter oben und unten. Also ich bin gespannt. Der macht wirklich schon mal einen sehr soliden Eindruck, der Kleine hier. Da ist der Controller. Wie gewohnt kann man dann das aufklappen und da auch wieder das Handy einlegen. Dann haben wir hier unsere Bedienelemente zum Starten und zum Landen. Unsere Steuersticks. Und hier im oberen Bereich befinden sich natürlich auch wieder verschiedene Taster und auch Bedienelemente. Stromversorgung findet wie immer mit 2-3 AAA-Batterien statt. Zur Steuerung gibt es dann natürlich wieder eine kleine App dazu, die muss man sich erstmal wieder runterladen. Und dann soll sich das Gerät auch noch per Gestik steuern lassen, da bin ich ja gespannt. Und dann werden wir das Gerät mal starten. Es blinkt. Dann schalten wir hier unseren Controller ein.
laut Bedienungsanleitung einmal nach unten, dann nach oben, einmal nach rechts, einmal nach links. Und hier ist dann ja unsere Steuerung. So soll sich das dann übers Handy steuern lassen. Also ich bin echt gespannt, wie das funktioniert. Und dann werden wir mal starten. Ja, da ist die kleine Biene nochmal zu sehen. Also man kann sie sehen. Klein, aber fein. In so einem richtig schönen Rot. Wir werden dann natürlich auch mit dem Willi draußen einen Flugtest machen. Zurzeit ist es kein Flugwetter, es regnet, es schneit, es ist auch ziemlich windig zurzeit. Aber wie gesagt, ich wollte euch das Gerät auch gerne mal zeigen und auch mal präsentieren. Und falls ihr dann irgendwann mal so einen kleinen Flieger oder eine Drohne fliegt, ja, dann braucht ihr natürlich auch für jeden Flug eine Drohnenhaftpflichtversicherung. Unter dem Code DRGR3 findet ihr bei den Helden.de eine passende Drohnenhaftpflichtversicherung für eure Drohne, Flugzeug oder auch Mini-Helikopter. Und da könnt ihr mich auch noch so ein bisschen unterstützen und euch einen Monatsbeitrag sparen, wenn ihr da einen Vertrag abschließt. Und ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf dem Drohnengraffer-Kanal. Ciao, tschüss, euer Jörg.